Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinen Juli- und August-Favoriten. Ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, was ich so benutzt hatte, aber ich habe vermehrt die August-Favoriten mit reingenommen, weil einfach der August bald zu Ende ist und ich da genau noch weiß, was ich benutzt habe, weil ich so viel getestet habe, aber doch irgendwie immer wieder zurück bin zu meinen Produkten, die ich habe. ja. Und ich habe, glaube ich, seit Juni keine Favoriten mehr gedreht. Von daher passt es ganz gut. Heute habe ich diesen Look mit euch zusammen kreiert für die liebe Sunny. Ich hoffe, er gefällt euch. Und dir auch, liebe Sunny, natürlich. Wir fangen an. Ich fange an mit meinen Nagellacken, die ich absolut geliebt habe. Zum einen natürlich den hier. Ich habe euch auch einen Swatch irgendwo. Da. Das ist der hier. Der ist so richtig knallig und ich liebte es. Und wenn es den nochmal geben würde, würde ich ihn tatsächlich nachkaufen nächsten Sommer. 210. Natürlich bin ich mir nicht so sicher, weil ich genug habe. Ihr werdet das auch irgendwann mal sehen. Ich werde euch auch das mal abfüllen. Aber das ist zum Beispiel jetzt ein Nagellack, den ich absolut im Sommer liebe. Ich liebe es knallig. Heute sollte es eigentlich richtig tolles Wetter sein. Gestern und vorgestern hat es nur geregnet. Deswegen der triste Nagellack, den ich auch auf den Füßen habe. Ja. Toller, toller, toller Nagellack, platt gemacht im August, wirklich geliebt, wirklich geliebt. Dann hatte ich auch eine Kombo, die ich super gerne benutzt habe, zum Beispiel diesen Nagellack, einfach schlicht nach dem Neon, brauche ich immer irgendwas Ruhiges, entweder dunkel oder ich brauche immer Abwechslung, ja. Mir wird das auf Dauer dann irgendwann zu stressig, den mag ich dann nicht so, deswegen benutze ich ihn dann nicht mehr so, aber ich habe ja noch ein paar in meinen Aufbrauchprojekt, das ist ein Rosa, das ist mein allerliebster Nude-Ton. Ich mag immer so in Rosa gehen, das Braun ist immer oft schwierig mit der Hautfarbe zu kombinieren, von daher mochte ich den. Und wenn ich den nicht nur alleine, habe ich mir im August in Hamburg dieses wunderschöne Teilchen hier gegönnt. Das ist die 02. Hallo. Die 02 aus der Reihe hier. Das ist so geil. So, so geil. Es ist wirklich mit zwei Schichten deckend und ergibt einfach so ein wunderschönes Strahlen in der Sonne. Meine Tante hat ihn auch gefeiert und fand das sehr, sehr schön in Kombination. Das hat ihr sehr gut gefallen. Dann habe ich auch einen Basecoat, den ich seit Monaten benutze. Den hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte schon mal so einen, habe den aussortiert, ich Depp. Hätte ich gewusst, dass der so gut ist. 17 Milliliter und ich glaube, ich benutze ihn fast ein Jahr. Der ist wirklich sehr flüssig, aber er ebnet mal eben die Fläche. Dieses Aufgeraute vom Nagellack ist dann, also vom Nagelfallen ist nicht mehr. Und ich meine, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr definitiv was, denke ich davon. Vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt über die Hälfte aufgebraucht. Ich habe hier mal gestartet, wo ich mein Nagellack allererstes Projekt hatte, habe ich da gestartet und bin jetzt dort, weil ich ihn jeden Tag benutzt hatte. Und dann auch ein Favorit, wenn ihr den irgendwo ergattern könnt, ja, das ist von Sally Hansen, holt euch den, der ist wirklich richtig klasse. Ich finde zwar auch gut, den hier, den würde ich nämlich sonst nachkaufen, den Quick Dry, Ultra Quick Dry Top Coat von Trended Up. Auch von der Öffnung her sind 11 Milliliter, glaube ich, drin. Ja, hier sind 13,3, aber für den Preis von 2 Euro, glaube ich, ist der unschlagbar. Ja, absoluter Top-Produkt für 3 Euro ergattert. Ich liebe Sally Hansen. Dann habe ich als meine Grundlage, zeige ich euch mal das hier für mich entdeckt, als Tagespflege. Das benutze ich jeden Tag als Tagespflege und liebe es einfach. Ich finde es toll, wie schön illuminierend das ist, aber es ist nicht zu viel. Also ich habe keinen richtigen Glow drauf, sondern es ist eigentlich so eine, ja, leichte Glow Base, aber wirklich, es sieht man eigentlich unter der Foundation nicht. Wenn die Foundation, das ist die 01 und ich finde das schön, weil es einfach Feuchtigkeit gibt. Ich benutze dann eben keine Tagespflege und das reicht mir völlig aus im Sommer. Ich brauche eigentlich keine 20.000 Schichten. Meine Haare habe ich nur so mal eben schnell zusammengebunden, dass es so einen Look gibt, aber es sieht ziemlich wütend aus, ne?
es geht jetzt auch alles auseinander. Dance vermehrt zwei Paletten getestet. Zum einen 14 Tage lang diese hier, die Urban Decay Born to Run. Ich dachte, ich müsste sie mir nachkaufen, weil ich sie so gut finde und wegen diesen einen Lidschatten ich sie seltenst benutzt habe. Ich habe sie jetzt extra mit auf Reise genommen, damit ich nur diese Palette, und ich habe tatsächlich nur diese Palette gehabt, ja? Also ich konnte viele verschiedene Looks kreieren, habt ihr ja auch bei Instagram gesehen, immer nur diese hier, weil ich einfach nichts anderes zur Verfügung hatte und das war auch gut, denn ich würde sie mir nicht nachkaufen. Sie ist zwar toll und gut, aber mir fehlt immer irgendwas. Mir hat zum Beispiel ein Schimmer heller schimmernder gefehlt, der ist mir nicht hell genug irgendwie. Also der hat zwar ein bisschen Wumms, aber ist eher fast schon durchsichtig mit Schimmer. An sich tolle Qualität, wirklich kann man nicht meckern. Vor allen Dingen so Nude-Töne, ließ sich gut verblenden, hatte wenig Schwierigkeiten, hat meine Mutter und meine Tante noch mitgeschminkt mit der Palette. Also wirklich Spaß hat es mir gemacht. Würde ich aber, wenn es aufgebraucht ist, keine so Palette sein wie, oh mein Gott, ich brauche sie wieder. Toll war es im August auf jeden Fall, sie durchzutesten und hat viele verschiedene, könnte einfach eine Alltagspalette werden, ne? Hier hat wirklich schöne viele Brauntöne. Ich habe diese zwei Farben habe ich zum Beispiel meiner Tante gewidmet, weil sie eben so bläuliche Augen hat, also richtig blaue Augen von Oma. Ich habe bis auf den hier alle benutzt. Alle. Auch den kaputten, obwohl ich da mich echt immer schwer tue. Da presse ich einfach was Neues rein. Der funktioniert nämlich überhaupt nicht. Der ist so hart geworden durchs Pressen. Also die Born to Run kann ich euch nicht empfehlen zu pressen. Sonst habe ich wirklich alles benutzt. Alles. Alle Farben. Bis auf diesen einen hier, der aber auch super schick ist, ne? Hatte ich nicht mal geswatcht. Tolles. Also ihr seht, diese Qualität ist wirklich toll. Ich würde sie mir aber nicht nachkaufen. Außer ich bräuchte unbedingt eine Alltagspalette, die mir wirklich eine gute Qualität bietet und auch preislich, sag ich mal, für so viele Farben in Ordnung geht. Dann eine Palette, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, auch heute ausgetestet, mal wieder. Die Life is a Dark. Ich bereue es keinen Tag, dass ich sie mir gegönnt habe, denn die ist einfach fabelhaft. Die ist fabelhaft im bunten Bereich, sie ist fabelhaft im nudigen Bereich. Wirklich tolle, tolle, tolle Pigmentation, tolles Farbergebnis, tolle Verblendbarkeit, ja. Man sieht jeden Farbton, es ist nicht patchig, es ist nicht, es wird einfach wunderschön. Also egal, was ihr damit irgendwie macht, es wird schön. Es wird einfach, es gefällt mir einfach. Die zwei Schimmernden, die da sind, sind eher so ein bisschen, der eine ist, ja, man kann sie aufbauen, sag ich mal. Entschuldigen Sie bitte, ihr wisst ja, wie blau schwierig sein kann. Nee, null, null. Auch mal das Weiß zum Swatchen, null. Es macht einfach keine Probleme. Es macht 0,0 Probleme. Deswegen habe ich sie und liebe sie. Das wäre eine Palette, wenn die platt geht. Da würde ich überlegen, ob ich sie echt brauche. Weil sie bietet einfach eine dermaßen Qualität. Was ich dazu noch sagen möchte, ist einfach, dass dieses Pink abfärbt. Man hat einfach pinke Lider zwei Tage lang. Egal, welche Base man benutzt. Also ich hatte verschiedene Bases benutzt. Bei dem Pink färbt es einfach ab. Aber damit, es ist für mich in Ordnung, weil ich einfach die Qualität habe. Das hält den ganzen Tag, es kriecht nirgendwo hin. Es sieht klasse aus, tolle Palette und wirklich für auch extreme Looks, ne? Gegeben. Wahnsinnsqualität. Wirklich Wahnsinnsqualität. Ich habe viele verschiedene Looks kreiert. Ich kann sie ja auch euch alle mal verlinken, wenn ich dran denke. Tolle, tolle, tolle Palette. Dann habe ich in meinem Täschchen für mich so ein Flop, habe ich erst vor ein paar Tagen mir zugelegt. Den kann man auch in die Wasserlinie packen. Derzeitig ein Flop, weil er einfach nicht so lange auf der Wasserlinie irgendwie hält. Hier steht irgendwie Power Pencil. Für mich eigentlich kein Power Pencil, weil es einfach nicht lange hält. Sieht irgendwie komisch aus, ne? Vorher war es ein bisschen besser. Ja, der Power Pencil ist nichts für mich. Ich werde mir auch keinen weiteren zulegen. Da bin ich einfach mit 9 Euro viel zu teuer dran. Essence kann einfach mehr. Das ist nichts.
No, no. Von BH Cosmetics übrigens in beige, der Farbton. So an sich tolle Farbabgabe, ihr seht ja auch, aber der hält einfach nicht so lange. Ich weiß nicht, ob ich ihn erstmal anspitzen muss oder weiß ich, da sind 1,2 Gramm drin. Das habe ich auch bei Essence. Und wenn ich nur 0,8 drin habe, ja, dann reicht mir das immer noch für 3, 4, 5 Jahre. Da ein absoluter Lieblingspinsel, wirklich absoluter Lieblingspinsel. Die M506 kann ich euch absolut für den unteren Wimpernkranz empfehlen. Für kleine feine Details habe ich super oft benutzt. Auch wenn ihr im Innenwinkel was platzieren wollt und leicht verblenden wollt. Absoluter Lieblingspinsel. Super feine Borsten. Ein Schatz. Ein Schatz, wirklich. Legt euch den zu. In einer Make-up-Sammlung ist es ein Muss. Dann in den ganzen August eigentlich benutzt hier Tattoo Signature bei Superliner. Muss ich sagen, ich bin nicht so der Freund von L'Oreal, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin nicht so L'Oreal. Früher war L'Oreal irgendwie besser, muss ich sagen. Also egal, was ich von L'Oreal ausprobiere, habe ich eigentlich Schwierigkeiten damit. Bis auf dieser Superliner. Er ist sehr schwarz und hält mir immer noch und malt immer gleichmäßig schwarz. Egal, wie oft ich jetzt drüber gehe. Er malt und malt und malt und wird nicht leer. Und ich habe ihn einen Monat lang durchbenutzt und er malt immer noch. Davon bin ich fasziniert. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass irgendeine andere Marke so einen guten Liner rausbringt. Ich habe noch nicht so das... Ja, von Essence, okay, die sind gut. Welchen ich auch gut finde, ist... das ist einer von... Wie heißt denn der? Von Lottie London, dieser dicke Stamp Liner, den finde ich auch gut, weil man kann den einfach nur so drauf tuppen und dann hat man sein Zeug da einfach drauf. Tolle Haltbarkeit, auch wenn man Lidschatten drauf macht, weil ich mache selten einen Liquid Liner oder einen Liner drauf, wenn ich keinen Lidschatten habe. Deswegen muss es einfach bei mir heben und die Pigmente dürfen nicht aufgesaugt werden von dem Stift, ne? Dass sie dann einfach nicht malen. Toller Liner. Weiß ich nicht, ob ich mir den für den Preis zulege, um die 6, 7 Euro, ob es mir dann echt wert ist. Aber er ist gut. Er ist gut und ich bin froh, dass ich ihn getestet habe. Dann weiß ich nämlich, wo ich drauf zurückgreifen könnte, wenn ich wollte. So. Dann ein absolutes Puder, Geilo, Geilo Astor. Hätte ich niemals gedacht, hätte ich mir auch so niemals gekauft, wenn ich Astor rausgegangen wäre. Man sieht auch ganz gut, dass ich ihn die ganze Zeit benutze. Und zwar benutze ich ihn meistens für die T-Zone und unter den Augen. Dann nehme ich einen großen, fluffigen Pinsel, wenn ich das mag, und einfach unter die Augen. Und nur unter die Augen, weil das wirklich sehr, sehr matt ist. Das mag ich dann nicht so, wenn es überall so ein bisschen cakey aussieht an der T-Zone. Und manchmal verblende ich dann so die anderen Puderprodukte, was ich dann eben benutzt habe, damit. Dann habe ich einen absoluten Schatz gefunden für mich. Als Blush immer noch super heiß und innig geliebt. Wirklich, das Ding wird niemals leer, glaube ich. Einen Monat lang in Benutzung, seitdem ich mein Projekt gestartet habe. Zweimal was anderes benutzt. Ja. Tolle Light and Shadow Contouring Blush. Was es mit Contour zu tun hat, keine Ahnung. Gibt auf jeden Fall einen wunderschönen Blush ab. Ich mag total peachig. Und dazu super gerne benutzt dieses von Model Co. Highlighter Trio. Das war mal im Trash-Paket von der Steffi, glaube ich, drin. Ne? Bin mir nicht ganz so sicher, aber ganz, ganz toll. Das hat nämlich so ein Glow drin. Wenn man das dann so ein bisschen verarbeitet, man sieht zwar immer noch dieses Peachige und da drüber, also nur so in Verwendung, kann ich auch diesen Rosé-goldenen Highlighter von Joye benutzen. In Rosé-Gold, so sieht das Ganze aus. Dann nehme ich den einfach und packe den da drüber. Und dann habe ich dieses, diesen Effekt einfach verstärkt, indem ich einfach, ja, ihr seht, ne? Dann kommt das Goldige mehr raus, weil Rosé, ich stehe nicht so auf Rosé, kann euch das auch nicht empfehlen. Aber versucht mal, die Produkte anders da zu benutzen, eine Grundlage zu schaffen oder anzusprühen oder irgendwie sowas. Für euch einfach einen Weg zu finden, das Ding aufzubrauchen. Und das ist der einzige Weg, wie ich das Ding aufbrauchen kann, indem ich das entweder ansprühe, was mir oftmals nicht so gelingt. Ich muss sagen, das nimmt, macht auch die Base nicht so kaputt, ne? Komischerweise, also ich benutze ja da unten drunter Concealer, und Foundation, es bricht halt einfach nicht und es sieht einfach supermäßig glowy aus. Das habe ich heute auch drauf und oh, ich liebe es, die ganze Zeit getragen. Meine Mutter hat es gefeiert, ich habe es gefeiert. Ich habe ihr das auch so ein bisschen gemacht, aber natürlich nicht so.
Na, also mit an die 50, sagen wir mal Mitte 40, muss man nicht diesen Glow haben. Für sie einfach angepasst, sag ich mal. Jeder seins. Ich wollte Mama auch nicht so übertrieben schminken, weil sie sich so selten schminkt. Dann in Hamburg ein absoluter Schatz. Also zum Verreisen wirklich, wirklich toll. Wenn ich hier bin, habe ich einfach meine Sprühflasche, die ich euch auch empfehlen kann. Die übrigens immer mit dabei ist, wenn ich irgendwelche krassen Looks schminke und nicht genug Pinsel habe. Ich und nicht genug Augenpinsel. Für Gesichtspinsel nein, für Augenpinsel ja. Und dann aber auch nur Synthetik. Denn die Echthaare, die buschen sich dann so auf, das ist dann nichts. Genauso wie das eher für synthetische Pinsel ist. Ich habe es jetzt in Hamburg für auch Echthaarpinsel benutzt. Es ging, sage ich mal. Ich kann es euch auch mal demonstrieren. Na, ihr seht, schön in Form eigentlich und wenig Haare stehen ab. Und wenn ich den dann benutze, dann verliert er A Haare. Da sieht man es ganz gut, da ist ein Haar jetzt verloren gegangen. Und das bei jedem Mal, das ist dann nichts. Also, man muss halt ein bisschen vorsichtiger sein, aber meistens hat man ja auch irgendwie keine Zeit und dann ist da einfach kein Pigment dran. Und man sieht einfach, dass er schon ein bisschen gereinigt ist, aber er gibt auch keine Farbe mehr ab. Tolles Duo, wirklich toll. Für die Reise gut, für daheim nein. Für daheim würde ich einfach genug Pinsel zur Verfügung haben wollen, um es einfach, ja, nicht meinen Pinsel zu schaden, weil wenn ich jetzt 13 Euro für einen Pinsel oder 12 ausgebe, dann möchte ich auch den nicht so schnell kaputt machen, ne? Also ich meine, das kostet alles viel Geld. Das hier kostet 4 Euro. Ich würde das von For You Beauty euch sagen, dass ihr das lieber benutzen sollt, weil im Endeffekt ist das nur so ein Schwamm. Der von Catrice ist es wirklich nicht der Rede wert, von wo dieser Schwamm ist. Sucht euch einfach das günstigste Produkt. Und wenn ihr das für 10 Cent bekommt, holt das lieber für 10 Cent. Dann eine meiner Lieblingsfoundation, weil sie wirklich schön toll macht, ist die von e.l.f. gemischt mit der 183 Days Foundation. Ich habe es ja nur gemischt, weil das eine war mir ein Ticken zu dunkel und ich einfach diesen Flakon nicht mochte. Diese Tube, wo immer zu viel rausgekommen ist. Gemischt ist das ein tolles Duo, weil die e.l.f. stinkt nach Lack und die andere stinkt zu viel nach Blumengarten. Tolles Duo. Ich liebe es, habe ich heute drauf, benutze ich den ganzen August und ich werde sie echt vermissen. Hab aber zu viel, deswegen wird es nicht nachgekauft und wegen Geruch. Dann absolute Liebe wiedergefunden. Catrice Liquid Camouflage. Den ganzen August über. Nur die Liquid Camouflage. Ich hatte zwar den Maybelline, nee, den L'Oreal Concealer dabei, aber habe den weitergegeben an meiner Mutter. Soll sie sich damit rumquälen. Wenn sie den nicht mag, soll sie den wegschmeißen. Sie benutzt eh so gut wie nie Concealer. Toller, toller, toller. Concealer ist in der Farbe 020, die mir perfekt passt. Ich würde mir auch zum Beispiel das Peach angucken. Fände ich eine tolle Sache, weil ich es einfach mag. Ich habe aber noch von Urban Decay noch einen Peachigen. Deswegen wird der erstmal aufgebraucht, bevor ich den anderen kaufe. Eyeshadow Base technisch. Color. I Love Color von Essence. Absolute große Liebe. Ich liebe es immer, immer, immer wieder. Da halten die Augen-Make-up-Looks heute auch drauf. Tut den Patzer mal euch wegdenken, der geht nicht ab. Tolle Eyeshadow Base für den kleinen Preis, kann sie wirklich hohe Qualität. Sie ebnet das Auge aus, da creased nichts mehr. Da schimmert nichts, da ist nichts zu viel oder zu wenig. Man kann super dosieren, also Preis-Leistung top. Top, top, top. Das ist auch ein Nachkaufprodukt, das habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr leer gemacht und habe es mir gleich wieder nachgekauft, als ich in der Drogerie war. Dann eine Dose, die ich euch empfehlen kann, einfach aufzuheben, falls ihr das Produkt habt, ist die von L'Oreal Set and Refresh Universal Powder. Da war ein bisschen drin, Sunny hat mir ein bisschen drin gelassen, um zu testen. Ich habe von diesem Refresh nichts gemerkt, ehrlich gesagt. Ich finde nur dieses System gut, weil man kann einfach viel Puder benutzen und man kann es wieder reinschütten und es bleibt immer da drin und kommt nicht raus. Toll. Dieses gemischte Puder geht auch durch. Oftmals sieht es ein bisschen cakey aus, weil da einfach 20 Puder drin sind. Aber nur so kann ich es aufbrauchen. Dann zwei Mascaras, die ich auch mit hatte in Hamburg. Die habe ich durchgehend benutzt. Ich muss sagen, diese hier, You Better Work Proof. Ja, sie ist wirklich wasserfest. Sie ist aber so wasserfest, dass ich sie abends auch wieder runterkriege. Mit Augen-Make-up-Entferner, ölhaltig, aber trotzdem runterkriege und sie macht auch mal ein paar Wimpern. Es ist oftmals so, dass ich bei Gummibürstchen einfach das Gefühl habe, sie sind zwar getrennt, ja. Sie sind zwar getrennt, aber sie machen nichts. Seht ihr das? Also, und da habe ich wirklich das Gefühl, dass da auch
ne, Volumen und Länge und einfach alles Mögliche passiert. Die kann ich euch empfehlen, falls ihr eine wasserfeste sucht. Sie krümelt auch nicht, denn die hier ist für mich ein Flop, weil sie gekrümelt hat. Auch wenn ich schlafe, will ich nicht, dass die Mascara krümelt. Das war echt ein Flop. Ich habe sie jetzt einmal dran gehabt. Das Ergebnis war toll. Aber ich hatte danach nur so krümelnde Sachen drauf. Mag ich gar nicht. Ich werde sie natürlich weiterhin benutzen und dann im September euch nochmal reviewen. I Love Extreme Curl in Volumen. Ich war geschockt, als ich die Bürste gesehen habe. Für mich ist sie demnächst aufgebraucht, weil sie nicht mehr das Ergebnis zaubert, was ich möchte. Mir ist auch ehrlich gesagt das Bürstchen viel zu groß. Ich habe mich auch schon mal im Auge gepiekt. Passiert mir auch mit anderen Sachen. Aber ja, so ist es. Aber tolles, bisschen kleinere Bürste. Und ich würde sie noch mehr feiern, als ich tue, weil sie macht wirklich ein richtig tolles Ergebnis. Und dann kommen wir nochmal zum Highlight. Im Innenwinkel super, super gerne das hier getragen. Das ist von ColourPop ein Lidschatten in der Farbe High Tree oder so. Wirklich tolle, tolle Farbabgabe und im Innenwinkel einfach so super. Und das habe ich im Innenwinkel getragen. Das hat mir super gefallen. Ich brauche immer so ein Bam in your face. Entweder in matt, in weiß oder in Schimmer. Und am liebsten Schimmer. Das öffnet nämlich noch das Auge extrem. So, wir neigen uns dem Ende. Als Bronzer immer wieder geliebt. Der hat so einen leichten Schimmer. Das ist vom Bäcker. Da ist schon also die Umverpackung hat echt schon gelitten. Da ist nicht ganz so viel drin, 2,3 Gramm, aber der hält mir schon einen Monat. Ich benutze ihn großzügig, ein bisschen hat sich auch abgetragen. So sieht die Farbe ungefähr aus. Hat einen leichten Schimmereffekt drin, was ich sehr, sehr mag, weil dann einfach nicht alles so cakey und matt und immer nur matt, matt, matt. Ich mag den, der heißt. Lest bitte selber, wie der heißt. So heißt er. Und ich mag den total, weil er halt eben so ein bisschen Glow drin hat. Ich habe noch einen, den habe ich früher immer gerne benutzt, aber den misst ich aus, den seht ihr demnächst im Aufgebraucht-Video. Den hier mag ich total und werde den wahrscheinlich auch vermissen, wenn der irgendwann mal leer geht. Dann habe ich auch einen Pinselfavoriten noch von Morphe. Und zwar so ein flacher. Den benutze ich super gerne, um meinen Rouge aufzutragen, was mir sehr, sehr gut mit dem gelingt. Einfach weil er nicht so groß ist und weil es einfach punktuell möglich ist. Also mein Sohn hat nur Scheißdreck im Kopf, aber ist ja klar. Gut, der Pinsel ist klasse. Ich kann euch mal empfehlen, mal irgendein Pinsel von eurer Sammlung, der mal nicht für Blush gedacht ist, einfach für Blush zu benutzen. Man entdeckt wirklich etwas, was man vorher nicht hatte und nicht gebraucht hat, auf einmal als Favoriten. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit sowas klarkomme. Das sind synthetische Haare und finde ich sogar ticken besser. Die rauen nicht so die Struktur des Gesichtes auf und sind nicht ganz so kratzig fürs Gesicht. Dann absolutes Must-Have für meine Routine ist eigentlich Make Me Brow. Das habe ich heute aber vergessen, weil meine Augenbrauen eh nicht so gut gelungen sind, weil ich sie eh routinemäßig spät gemacht habe nach dem Make-up, was ich nie mache, weil es einfach komisch aussieht. Finde ich einfach toll. Es definiert nochmal, es gibt nochmal ein bisschen Struktur. Kann ich euch absolut empfehlen, das hier. Es ist nicht zu orangestichig, es ist nicht zu gelb. Es geht einfach ins Aschige und sieht einfach toll aus für Blondinen. Und gesträhnte Haare, ganz, ganz tolles Produkt. Für den kleinen Preis, also 2,50 oder 3 €, absolute Liebe. Da kann wirklich das Sante einpacken. Das ist toll. Dann, meine Lieben, habe ich noch einen Augenbrauenstift, den ich euch auch empfehlen kann. Für die Leute, die sich immer beschweren, dass die Augenbrauenstifte immer so schnell leer gehen, die man hochdreht, kauft euch doch einfach mal einen stinknormalen Stift und probiert mal eure Looks damit zu, eure Augenbrauen damit mal zu zaubern. Denn das funktioniert auch hervorragend. Benutze ich den ganzen, benutze ich schon seit 3 Monaten, glaube ich, durchgehend. Und das Ding neigt sich einfach nicht dem Ende. Ja. Kann ich euch absolut empfehlen. Also einen Monat benutze ich ihn auf jeden Fall. 2 würde ich auch sagen, weil davor habe ich ihn auch die ganze Zeit benutzt und ich habe noch davon. Und das ist die Farbnummer 020 Date Wish Ashton. Falls es euch interessiert. Normalerweise ist auch ein Spoolie dabei, aber das Spoolie ist mir flöten gegangen. Und er macht wirklich ganz, ganz tolle Augenbrauen. Und hält ewig. Also fürs kleine Geldbeutel, Mädels, da. Dann braucht ihr nicht das Ding für 3 € holen, was euch eine Woche hält.
Dann habe ich ein Fixierungsspray, was ich gerne einfach jetzt platt machen würde, weil man eben ist total schön. Ich sehe damit keinen großartigen Effekt, aber es nimmt so die erste Puderschicht weg. Und dann, meine Lieben, ich kann nicht ohne meinen Fächer. Den habe ich jetzt habe ich ein Stück abschneiden müssen. Von St. Petersburg ist der. Ich liebe es, mir das einfach so zuzufächern. Und ich bin schneller fertig. Absolute Liebe. Schade, ich habe meine Tante vergessen, sie soll mir einen neuen Fächer mitbringen. Einfach jetzt in diesen heißen Sommertagen auch. Habe ich natürlich nicht mitgenommen, weil der eh schon beschädigt ist. Aber ich liebe ihn nach wie vor. Ich habe davon schon ein Jahr. Und wenn jemand nach St. Petersburg fährt, sofort, sofort werde ich denen sagen, bitte bringt mir einen neuen Fächer mit. So, meine Lieben, wir neigen uns dem Ende. Ich habe noch eine Lippenkombi, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Eigentlich geht es um diesen wurstfarbenen Tartist Lip Paint. So sieht das Ganze aus. Er geht schon eher so in die Rosé-Richtung, würde ich mal behaupten. Aber in Kombination mit diesem Smashbox Lippenstift, kann ich jetzt leider nicht auftragen, weil Liquid Lipstick, hat er einfach die perfekte Farbe für mich. Und es hält dann auch noch länger, ja. Das hat so ein Kylie Jenner Nude, wenn man den nämlich aufträgt. Sieht das so aus? Das ist der Smashbox, wenn man die zusammen so mischt. Und wenn man dann einfach die Smashbox-Farbe ist FIG. Anders, da weiß ich nicht, wie ich das aussprechen soll. Wenn man da einfach so diese Kombination, wisst ihr, und dann einfach so tupfend, dann hält der Lippenstift etwas länger, als er sonst halten würde, weil er einfach ein cremiges Finish hat. Und ich kann es nutzen. Und kann so einen Lip-Liner-Effekt erzeugen. Wunderbar. Absolute Liebe gewesen. Und ja, das waren so meine Favoriten in der letzten Zeit. Sage ich mal, ich habe natürlich noch mehr Sachen gehabt und habe sie aber auch noch nicht so ausgiebig getestet. Und ja, keine Ahnung. Im September werdet ihr weiterhin weitere Favoriten dann sehen. Ich denke, da kommt es, wird immer kälter. Manchmal habe ich gar nichts getragen, weil es so heiß war und mir einfach die Brühe runtergelaufen ist, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. In Hamburg habe ich mich jeden Tag geschminkt, weil es mir einfach Spaß macht, mich zu richten. Ich da einfach die Zeit hatte auch, ne? Manchmal ist es so zack, 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 schnell, schnell. Und sonst sagt man, ist irgendwie fertig und sieht nicht ganz so ausgeschissen aus. Aber das sind so, ja, meine Favoriten. Und ich kann euch auch sagen, mein Favorit wird absolut mein S10 sein. Ich habe mir das S10 gegönnt. Mein Muckel ist auch drauf. Das ist mein Favorit. Ich liebe es. Bitte, bitte in die Kommentare. Ich liebe Kommentare zu lesen. Ich liebe den Austausch. Auch wenn ich ein bisschen später schreibe, aber ich schreibe immer zurück. Bis auf unnötige Kommentare. Die werden einfach ignoriert, gelöscht, was auch immer. Ich wünsche euch was. Tschüss.